Gedanken in der Meditation. Geht es darum, in der Meditation gar nicht mehr zu denken? Im Höchsten geht es darum, sich in der Meditation zu erfahren als reines Bewusstsein, jenseits aller Gedanken und damit jenseits von Zeit, Raum, Kausalität. Im Praktischen gibt es Schritte in der Meditation, die in den verschiedenen Yoga-Wegen unterschiedlich sind. Patanjali, der große Yogameister, sagt im 2. Vers des Yoga-Sutra, Yogas Chitta Vritti Nirodha, Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken im Geist. Tada Drashtu Swarupe Vastanam, dann ruht der Sehende in seiner wahren Natur. Willst du dich selbst erfahren als das, was du wirklich bist, dann höre auf zu denken, bei voller Bewusstheit. Yogis sagen, du bist nicht der Körper, du bist nicht die Psyche, du bist nicht in Zeit und in Raum, du bist unendliches, ewiges Wesen, ohne Grenzen, und du kannst dich als solches erfahren. Aber wie kommst du dorthin? Denn die wenigsten Menschen können sich einfach sagen, Augen schließen, Chitta Vritti Nirodha, Erleuchtung. Theoretisch wäre es ganz einfach. 3 Schritte hinsetzen, aufhören zu denken, Bewusstsein erweitern. Du kannst auch das mal probieren. Vielleicht gleich jetzt anhalten und dann weitergehen. Sitzen, Geist zur Ruhe, Unendlichkeit. Für die meisten heißt aber Meditation etwas anderes und da gibt es im Raja-Yoga-Techniken, im Bhakti-Yoga, im Jnana-Yoga und im Kundalini-Yoga. Im Raja-Yoga würde man sagen, konzentriere dich auf etwas, wähle irgendeinen Gegenstand aus, auf den du dich konzentrierst und der gleichzeitig erhebend ist. Du kannst dich konzentrieren auf ein Mantra, du kannst dich konzentrieren auf ein Chakra, du kannst dich konzentrieren auf einen Punkt im Körper, du kannst dich konzentrieren auch auf eine bildliche Vorstellung. Raja Yoga würde sagen, konzentriere dich. Es gibt diese Schritte, Vikshipta, Bemühen um Konzentration, Ekagrata, Einpünktigkeit, Nirodha, Verschmelzung und vollkommene Ruhe. Oder wie du es vielleicht mehr kennst vom Raja Yoga her, Dharana, Bemühen um Konzentration, Dhyana, Absorption, Samadhi, Verschmelzung, was in Nirvikalpa, Nirodha, reine Bewusstheit mündet. Jnana-Yoga hat viele Meditationstechniken. Eine davon wäre Sakshi-Bhav. Beobachte die Gedanken. Also wenn du in der Meditation sitzt und es kommen alle möglichen Gedanken, was heute alles gewesen ist, was hätte nicht sein sollen und was Menschen von dir denken und wo es vielleicht peinlich war und was du noch machen musst und wie du dich gut verhältst und was alles unmöglich ist, sitze dort und beobachte. Atem strömt ein, Atem strömt aus. Du wirst feststellen, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Vielleicht Gefühle kommen, Gefühle gehen. Und vielleicht gibt es sogar äußere Wahrnehmungen, wie irgendjemand sagt etwas im Nachbarzimmer und so weiter. Du hörst es kommen, du hörst es gehen. Und indem du in der Meditation lernst, dich nicht zu identifizieren, sondern stattdessen beobachten, erreichst du auch etwas Großartiges. Es ist gar nicht so erheblich, was du an Gedanken hast. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Du bleibst ruhig und gelassen. Und im Alltag kannst du dich natürlich dann auch wieder voll einsetzen und vielleicht sogar identifizieren mit dem, was zu tun ist. Aber nachher gehe zurück. Lass alles kommen und gehen. Du bleibst gelassen. Ein nächster dieser Yoga-Wege, der für die Meditation wichtig ist, wäre Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga heißt der Yoga der Hingabe, der Yoga der Gottesverehrung. Im Bhakti-Yoga wäre die Meditation, rufe dir die Gegenwart Gottes hervor und spüre die göttliche Gegenwart. Du kannst ein Mantra wiederholen wie Om Namah Shivaya, aber du wiederholst es nicht einfach so, sondern du wiederholst es mit Gefühl. Und während du das Mantra wiederholst, Om Namah Shivaya, spüre, Gottes Gegenwart ist da. Oder visualisiere dir einen Meister, wie zum Beispiel Swami Shivananda. Du kannst ihn auch vor der Meditation erstmal anschauen, geistiges Bild, und spüre, du bist in seiner Gegenwart. Du fühlst seinen Segen. Herz geht auf. In dem Moment ist ein Zustand der Meditation da.
Oder du kannst ein Gebet sprechen oder andere Techniken. Bhakti-Yoga gibt es viele Möglichkeiten. Aber Bhakti-Yoga ist Meditation, die Gegenwart des Göttlichen spüren. Eine nächste Meditation ist Kundalini-Yoga. In Kundalini-Yoga gibt es auch wieder viele Techniken. Ich greife hier immer nur etwas jetzt heraus. Es gibt ja viele Meditationsanleitungsvideos bei Yoga Vidya, wo du all dies lernen kannst. Im Kundalini-Yoga gibt es eine Möglichkeit, du konzentrierst dich auf ein Chakra, zum Beispiel das Ajna-Chakra. Du spürst diesen Punkt, du stellst dir dort ein Licht vor. Vielleicht wiederholst du auch dein persönliches Mantra, das Mantra Om, welches ja das Mantra des Ajna-Chakras ist. Und dann, wenn andere Gedanken kommen, schickst du sie einfach ins dritte Auge. Und was auch immer für Gedanken kommen, du schickst sie nach oben. Sie lösen sich auf in reine Energie. Ja, was hilft dir in der Meditation, um den Geist zur Ruhe zu bringen? Oder was hilft dir, um den Geist auf eine höhere Ebene zu bringen? Schreib's doch in die Kommentare, sodass andere auch davon profitieren. Wenn du mehr wissen willst über Meditation, geh auf www.yoga-vidya.de/meditation. Da gibt es viele Anleitungen zur Meditation, als Audio, als Video, als Texte und auch Informationen über Kurse zur Meditation. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, Sukadev von Yoga Vidya.